Also was ich mit deutschen Krebshilfe verbinde, ist Seriosität, Konstanz, Souveränität und Einsatz. Und sie setzt sich wirklich für die Patienten sowie die Familien der Patienten. Sie setzen sich für Wissenschaftler ein. Sie setzen sich in allen Bereichen ein, die von Krebs auch betroffen sind. Und das ist das, was mich einfach dazu erwogen hat, zu sagen, ja, ich mache mit. Der Tod meiner Mutter hat die ganze Familie traumatisiert, geschüttelt. Es war ein Schicksalsschlag. Nicht nur der Krebs hat Krebs, auch die Familie hat Krebs. Und so war das ja auch bei uns. Ich habe noch sogar Erinnerungen als dreijähriges Mädchen, wie mein Vater Schmerzmittel meine Mutter im Arm gespritzt hat, wie sie gestöhnt hat vor Schmerzen. Und trotzdem hat sie mich immer angelächelt. Das ist das Schöne, wenn man krebskranke Menschen trifft. Es ist unglaublich, was für eine Kraft und was für eine Lebensliebe sie haben, wie sehr sie das Leben lieben und es einen auch wünschen. Mitleid ist nicht das, was ein Krebskranker braucht. Er braucht jemanden, der ihn die Hand hält und sagt, komm, es geht jetzt nach vorne. Was Wichtigste ist, ist auch auf jeden Fall das Thema nicht zu umgehen, sondern es auch einfach direkt anzusprechen und zu sagen, ist es okay für mich, dass du Krebs hast? Und ich glaube an dich. Also ich habe es nicht zugelassen, dass ich Angst vor dieser Krankheit habe. Ich checke mich regelmäßig beim Arzt. Und mein Hausarzt ist auch bewusst, wie sehr Krebs in meinem Leben, in meiner Familie stattgefunden hat. Aber ich habe mich entschlossen, nicht Angst davor zu haben. Man denkt, ach, aber Krebs ist jetzt doch nicht mehr, ist doch kein Thema mehr. Es ist besser geworden, ja, aber es ist trotzdem ganz, ganz schlimm. Und wenn man es hat, das macht wirklich keinen Spaß. Wenn man seinen Feind kennt, dann kann man ihn auch besiegen. Und umso mehr wir über diese Krankheit wissen und die Wissenschaftler ihr Wissen auch bestärken, umso mehr haben wir einfach eine Chance, ja, diese Krankheit so auszulöschen, dass es sie einfach nicht mehr gibt. Und daran glaube ich ganz fest. Mit aller Kraft gegen Krebs weiß ich, lohnt zu leben.